Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Und damit guten Tag Leute, Leo hier mit einem neuen Gameplay. Die Overwatch Open Beta ist gerade am Start und dementsprechend gibt es auch einfach mal ein Gameplay. Ist auch ganz nett, die ganze Sache. Und wir müssen gerade verteidigen. Ich würde aber spontan mal sagen, okay, wir haben schon mal einen Reinhard, das ist ein defensiver Held. Beziehungsweise nicht defensiv, es ist ein Tank. Und ich würde mal sagen, wir spielen mal als Genji. Ist ein ganz netter Held, sehr offensiv. Aber ich frage mich gerade, ob das Sinn macht. Wir werden mal schauen, wie das Gegnerteam so drauf ist. Nun ja, verteidigen. Beziehungsweise nicht. Verteidigen ist wahrscheinlich klar. Ich muss einfach, wir müssen Punkt verteidigen. Ich möchte aber ganz gerne mal eben den Held erklären. Wir können Shurikens werfen. Entweder drei auf einmal, also geradeaus, oder halt eben drei gestreut werfen. Müssen dann auch manchmal nachladen. Also ich kann nicht immer spammen, sondern muss eben auch irgendwann nachladen. Allerdings können wir auch dashen. Dabei sind wir erstmal schneller an Punkt A oder Punkt B, je nachdem, wo ich hin will. Auf der anderen Seite können wir damit aber auch Schaden machen. Und wir können unser Schwert rausholen und Schüsse reflektieren, beziehungsweise abwehren. Das ist verdammt cool. Das ist auch der Grund, wieso ich den jetzt erstmal versuche zu spielen. Ist vielleicht jetzt nicht so der geilste Held, um zu verteidigen, aber der ist wirklich verdammt schnell. Und je nachdem, wie man ihn spielt, kann man ihn selbstverständlich auch zur Verteidigung benutzen. Und ich hoffe, das wird mir hier auch gelingen. An alle von euch, die Overwatch schon kennen, beziehungsweise schon vorher gespielt haben, kleine Warnung an dieser Seite. Ich lade selbstverständlich nur gute Gameplays hoch, aber das ändert nichts daran, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit erkennen wird, dass ich nicht so der Pro bin und ja, ich spiele das Spiel, wenn es hochkommt, erst seit 2 Stunden. Also bitte nicht wundern, falls mein Skill gar nicht mal so geil ist. Hey, hallo. Ist aber cool. Sollte mich nicht ablenken lassen. Gut, wir gehen dann mal nach unten. Okay, da gehen wir schon mal nicht hin. Also, wie gesagt, wir sind verdammt schnell. Wir können auch Schüsse reflektieren, aber das ändert nichts daran, dass es selbstverständlich dumm ist, einfach mal ins Kreuzfeuer zu latschen. Wir werden die also mal ein bisschen harassen, sag ich mal. Ah, Tracer. Oh, fuck. Das war schlecht. Das macht aber nichts, denn Kill gehört uns. Nice. Ein bisschen Kill geklaut, aber hey. So, hier benutzen wir mal eben unsere Fähigkeit, Dinge zu blocken. Nice. Noch ein Kill. So, jetzt machen wir mal einen Abgang. Da ist nämlich ein gottverdammter Roboter und mit dem ist nicht zu spaßen. Beziehungsweise, ich kann euch leider nicht sagen, wie die ganzen Helden heißen. Also wenn ich dann einfach sage, okay, da der Roboter, dann tut das mir herzlich leid, aber... Aber ich kenne leider die ganzen Namen nicht so. Nein, er hat sich geheilt. Scheiße, den hätte ich mir holen können. Nein, den hätte ich mir auch gerade holen können, aber nicht so offensiv spielen. Beziehungsweise wir sollten nicht so aufs Maul bekommen, hoffe ich. Meine Ulti ist übrigens ready. Das ist quasi... Scheiße. Ah komm, wir benutzen sie einfach. Ah, scheiße. Unsere Ulti ist quasi sehr stark. Damit holen wir uns quasi einen Samurai. Ich kann ja einfach mal die offizielle Definition vorlesen. Lässt eine tödliche Nahkampfwaffe ziehen. Drachenklinge, habt ihr auch gerade gesehen. Damit kann man ganz gut ordentlich ownen. Es war gerade ein bisschen scheiße, dass eben der Gegner schon am Start war. Scheiße. Punkt A verloren. Wir müssen jetzt also Punkt B verteidigen. Ich werde auch gleich mal den Held wechseln, denn das funktioniert jetzt zwar ganz gut mit dem hier, aber irgendwie... Ich denke, dass wir mit vielleicht einem Tank besser am Start sind. Ach, verdammte Scheiße. Sind alle nämlich sehr weit weg und irgendwie... Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich kann ja mal ins Team schauen. Wir haben auch ehrlich gesagt gar nicht mal so viele Tanks. Quasi nur einen. Ich denke, beim Verteidigen sollte man schon ein paar Leute dabei haben, die ordentlich Schaden machen. Autsch. Gut. Ja, wie machen wir es? Die sind jetzt schon wieder auf Beyond Spot. Wie machen wir es? Na, das könnt ihr vergessen mit diesem Held. Allerdings jetzt den Held zu wechseln, währenddessen Punkt B fast eingenommen wird, ist eine sehr, sehr dumme Idee. Ne.
verloren. Scheiße. Wow, das war ein schnelles Match. Scheiße. Tja, verloren. Das war schlecht. Wir haben eigentlich so gut wie nichts vernünftig gehalten. Aber mein Gameplay fand ich ganz gut. Wir haben ein paar ordentliche Kills gerissen. Am Ende ein bisschen gespackt, aber hey. Ja, war scheiße, das Match. Das ist aber nicht schlimm. Denn ich würde einfach mal sagen, ich habe, wie gesagt, jetzt hier, ehrlich gesagt, nicht wirklich... Ah, Matchzeit 3 Minuten ist ja gar nichts. Ich würde einfach sagen, nämlich, jetzt gehen wir selber in den Angriff. Das heißt, erstmal, das Match war scheiße, wir haben nichts gehalten. Und ich häng das jetzt noch hinten dran, also... Jetzt mache ich eben einen kleinen Schnitt und dann geht's gleich weiter. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Diesmal sind wir, wie gesagt, im Angriff und das ist auch verdammt nice. Denn ich könnte jetzt natürlich wieder Genji spielen, aber ich würde mal spontan behaupten, wir spielen jetzt einfach mal McCree oder den Reaper. Und dann passen wir uns einfach mal, würde ich sagen, der Situation an. Oh, wir haben keine Tanks. Das wird uns schon angezeigt, aber das Team finde ich ganz cool, so an sich in der Zusammenstellung, wie es jetzt aussieht. Haben sehr viele Offensive, 3 Offensive. Da haben wir einen Supporter oder einen Heiler. Dann noch ein Tank oder ein Verteidiger, eher gesagt. Pick Tank, ja. Vollstreckt sich nicht von allein. Vollkommen richtig. So, das Geile ist, wir haben jetzt 60 Sekunden, uns auf den Angriff vorzubereiten. McCree ist im Fernkampffeld mit dem Revolver. Ich kann einmal ein komplettes Magazin auf einen Schuss entleeren. Also auf einen Mausklick entleeren. Oder eben einzeln. Macht moderat viel Schaden. Wir können unsere Gegner flashen. Und wir können so hin und her sweepen, sage ich jetzt mal. Also sprich, einmal schnell nach vorne dashen. Und unsere Ultimate, ich kann mal hier zeigen, heißt Revolverheld. Fordert Gegner zum Duell. Drücke Q, um auf die Gegner zu zielen. Dann Q oder linke Maustaste, um zu schießen. Das ist also quasi, wenn ich die aktiviere, dann bleiben wir einmal kurz stehen. Und dann, ich sag mal, markiere ich alle Gegner, die ich auf die ich schießen möchte. Und dann hauen wir auch wirklich 6 Schüsse auf 6 Gegner drauf. Ach Quatsch, es gibt keine 6 Gegner, aber doch gibt es. Aber ja, kommt halt darauf an, wie viele Gegner ich da spotte, sage ich jetzt mal, oder halt markiere. So, geht los. Uns kann der Gegner hier schon begegnen. Das ist das Lustige. Das Angreiferteam, das kann quasi erstmal gar nichts machen. Das ist ja da hinten eingesperrt. Das habt ihr ja auch gerade gesehen. Aber das Verteidigerteam, das kann sich hier fröhlich verteilen. Macht natürlich nicht immer Sinn, direkt schon, ich sag mal, auf Close Edge zu gehen. Na schade, guter Schuss, aber leider nicht alles getroffen. Ist sie da oben noch? Na, mit der messe ich mich leider nicht. Das ist ein Scharfschütze, das heißt, sie kann ordentlich was verteilen. Sehr schade, dass mein Aim nicht gut genug war. Gut, holen wir uns eben so. Bevor wir da jetzt aber mithelfen, ein bisschen was zu machen, hole ich mir erstmal ein Medpack, denn ich bin dem Team nicht von Nutze, wenn ich was auf die Fresse kriege, sagen wir es so. Noch ein McCree. Na, scheiße. So, wir machen jetzt mal hier einen Abgang. Sind nämlich recht starke Helden da oben. Guter Schuss. Achso. Ah gut, die Leiche fliegt einfach mal so durch den Raum. Kann passieren. Wird eingenommen, sehr gut. Ah, nice. Punkt eingenommen. So, wie sieht's denn jetzt aus? Wir müssen dieses Ding, ein komischer Raketenwerfer oder eine Faust eher gesagt, das Ding müssen wir jetzt eskortieren. Sprich, das ist Fracht. Laden aber erstmal nach. Da hat er gerade ruhig vorne gesagt. Nein! Scheiße, habe ich voll auf die Fresse bekommen. Ich habe ihn gerade aber auch gekillt, kann es sein? Schauen uns mal die Killcam an. Okay, schade. Haben wir wahrscheinlich aber einen Assist einfach bekommen. Okay, das war sehr schade. Ich habe gehofft, dass ich da mit dem Nahkampf noch was ausrichten musste. Aber dieser Held, den ihr gerade gesehen habt, der hat verdammt viele Leben. Ich habe leider nicht damit gerechnet, dass er noch so viele Leben hat. Gut, das Gegnerteam ist nicht hier. Die Stunde hat geschlagen. Oben drauf. Wir werden ihnen mal ein bisschen Gesellschaft leisten. Beziehungsweise. Wo zur Hölle sind wir? Gut, war ein Witz, werden wir hier nicht.
Wenn unser Ulti nämlich einfach mal benutzen. So, zwei Eliminierungen, ganz gut. Also ihr habt ja gerade gesehen, wir haben quasi... Oh, ah! Achso, nee. Ich dachte, das wäre eine Granate. Also wir haben quasi gerade eben die Gegner markiert. Dann haben wir auf sie geschossen. Also es ist eine sehr effektive Ulti, wenn halt wirklich viele Gegner auf einem Punkt sind. Ist auch ein sehr cooler Held generell. Ich mag Revolverhelden an sich, aber halt eben seine Fähigkeiten sind auch klasse. Da kommt ein Reinhardt. Mit dem messt man nicht am besten. So, da ist wieder das Kampfschwein. Oh, dem Aiming. Oh, oh. Na, erstmal. Medpack holen, wir versuchen sie zu flankieren. Ist natürlich so eine Sache, Tracer, den kennt man da. Nein! Oh, oh, zum Glück. Gut, wir haben also die Fracht transportiert. Das wäre jetzt ein bisschen sehr eng geworden. Hätte ich ordentlich auf die Fresse bekommen von dem Kampfschwein, sag ich mal. Ist nämlich, wie gesagt, oh, ich habe sogar Highlight des Spiels. Nice. Ich tippe darauf, dass es meine Ulti war. Ja. Die Stunde hat geschlagen. Ehrlich gesagt, habe ich das erwartet. Sehr schön, aber mal einen Triple Kill gemacht. Achso, den haben wir auch noch gekillt. Oh. Ja, das war sehr gut. Das war sehr gut. Gut. Wer davon war richtig geil? Längste Killstreak 11. Respekt. Kann man also ein bisschen Respect payen. Das war ein gutes Match, beziehungsweise mach mal lieber zwei, denn das Gegnerteam hat jetzt nicht so viel Resistance geliefert. Nice. Stufe 5. Stufenaufstieg und damit haben wir eine Lootbox bekommen. Und um das Gameplay dann auch zu beenden, wie gesagt, ich werde mal ein paar mehrere Gameplays hiervon hochladen, denn die Matches sind nicht so lang. Waren sie bis jetzt zumindest nicht. Und dann öffnen wir jetzt mal die Lootbox und schauen mal, was drin ist. Hm, leider nicht wirklich was Geiles. Ein paar Sprays, das könnten wir wirklich an die Wand sprayen, kennt man ja. Hm, ne, nicht geil. Gut, kann passieren. Nicht immer ist was Geiles in der Lootbox. Aber fürs Erste würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Das nächste Gameplay wird noch kommen. Ich hoffe, es euch wird es gefallen. Und dementsprechend würde ich sagen, ich bin raus. Haut rein.